Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diese Hausschuhe. Ich hatte bereits so eine Anleitung auf meinem Kanal gehabt, die habe ich jetzt erneuert. Also und die Hausschuhe werden wie gesagt gehäkelt, sind ganz einfach zu häkeln, auch ziemlich schnell. Man kann sehr gut auch Wollreste verwenden bei diesen Hausschuhen, auch beliebige Wolle. Also ich habe für diese Hausschuhe Sockenwolle in der Lauflinie 50 Gramm 210 Meter, aber ich habe doppelfädig gehäkelt. Kann natürlich auch mit einem Faden dünnere Hausschuhe häkeln, das geht auch. Wie gesagt, ich habe hier etwas dickere Hausschuhe, wollte ich auf jeden Fall häkeln. So, und den Haken habe ich dazu Nummer 4 verwendet. Für die Größen 37 bis 40 reicht ca. 70 Gramm Wolle aus. Ab 39, 40 braucht man dann schon etwa 80 Gramm Wolle. Je nachdem, wie groß und wie breit man die Schuhe strickt, kann es sein, dass man mehr oder weniger Wolle braucht. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also für diesen Hausschuh würde ich Folgendes machen. Ich würde ein Probestück häkeln, das uns hier in diesem Bereich vorne den breitesten Bereich gut passen würde, damit man ausrechnen kann, wie viele Stäbchen brauche ich hier einmal komplett also hier vorne praktisch. Man kann ein kleines Stück häkeln, dann die Maschen ausrechnen oder man häkelt sofort ein komplettes Stück für diesen ganzen für diese ganze Breite. Damit man dann später weiß, auf welche Breite man hier kommen muss bei den Stäbchen, wie viele Maschen man dann zunehmen muss. Für diese Hausschuhe verwende ich die Wolle, Sockenwolle, in der Lauflinie 50 Gramm 210 Meter und Haken Nummer 4. Also ich beginne mit einem Fadenring, dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und diese Masche verwende ich dann als Fadenring. Jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich 11 Stäbchen in den Fadenring. Also ein Umschlag in den Fadenring einstechen oder in die erste Masche, die kann man auch ein bisschen auseinanderziehen. Faden holen, 3 Schlingen auf dem Haken, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Nochmal Umschlag in den Fadenring einstechen, Faden holen, das zweite Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir dann insgesamt 11 Stäbchen. Und dann weitere Stäbchen häkeln. So, 11 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt ziehe ich hier in die Mitte den Fadenring zusammen. Die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Und in der zweiten Runde nehme ich die Maschen auf. Ich meine, ich nehme die Maschen zu. Und zwar, wir haben hier die 3 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt stiche ich in dieselbe Stelle nochmal ein, wo die 3 Luftmaschen sind und häkle ein Stäbchen. In die nächste Masche stiche ich ein und häkle bloß nur ein Stäbchen. So, in die zweite Masche steche ich ein, häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Also in die nächste Masche ein Stäbchen häkeln und in die zweite Masche 2 Stäbchen häkeln. Das heißt, in jede zweite Masche nehme ich dann eine Masche zu. Also in die erste Masche ein Stäbchen, in die zweite Masche 2 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen.
So, ich habe hier jetzt in das letzte Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und jetzt häkle ich hier noch zwischen noch ein Stäbchen. Dann habe ich jetzt insgesamt in der Runde 19 Stäbchen gehäkelt und schließe das Ganze jetzt mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Die dritte Runde wiederholen wir genauso wie die zweite Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle hier nochmal, wo die Luftmaschen sind, steche ich nochmal ein und häkle das zweite Stäbchen. In die nächste Luftmasche steche ich ein und häkle ein Stäbchen. In die nächste Masche steche ich ein, häkle 2 Stäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen und in die nächste 2 Stäbchen. Und so häkle ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, ich habe jetzt in das letzte Stäbchen 2 Stäbchen gehäkelt und hier zwischen häkle ich noch ein Stäbchen. Dann habe ich insgesamt 30 Maschen in der dritten Runde und das Ganze schließe ich mit einer Kettmasche. In der vierten und fünften Runde machen wir Folgendes. Wir wissen, wie viele Stäbchen ich insgesamt für die gesamte Breite brauche, dann nehme ich in der vierten und fünften Runde noch weitere Maschen zu, bis ich auf die Anzahl von diesen Stäbchen komme. Die vierte Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen und da kann man bereits schauen, wie viele Maschen man insgesamt braucht. Man kann zum Beispiel in jede fünfte oder sechste Masche noch weitere Maschen zunehmen. Oder wenn man zum Beispiel jetzt schon in der Runde genügend Maschen hat, nimmt man die restlichen Maschen, das können 1, 2 Maschen noch sein, zu. Und dann häkeln wir weiter ohne Maschenzunahme. Also ich mache für meine Größe, also wir haben in der Vorrunde 30 Maschen, ich nehme hier noch 2 Maschen zu. Das kann ich irgendwo hier am Anfang machen, dann nehme ich eine Masche zu. Also ich habe jetzt in die erste Masche 2 Maschen gehäkelt und dann häkle ich hier auf der Seite auch noch eine Masche zunehmen. Also häkle erstmal in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Und auf die andere Seite nehme ich nur noch eine Masche zu. Und dann bin ich bei 32 Maschen. Wie gesagt, man kann mehr oder weniger Maschen in der Runde häkeln. Man kann auch in der fünften Runde die Maschen zunehmen. Wenn man zum Beispiel dünnere Wolle hat, da kann man immer noch die Maschen zunehmen. So, jetzt nehme ich auf der Seite noch eine Masche zu und das reicht dann für meine Größe. Wie gesagt, das reicht dann aus. Und jetzt häkle ich weitere Runden, bis ich insgesamt 10 Runden gehäkelt habe ohne Maschenzunahme. Also hier habe ich die Runde zu Ende gehäkelt, jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche, hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen und wie gesagt die weiteren Runden häkeln wir ohne Maschenzunahme, einfach in jede Masche der Vorrunde jeweils ein Stäbchen häkeln, bis wir insgesamt dann 10 Runden gehäkelt haben.
Also ich habe jetzt 10 Runden gestrickt oder gehäkelt, so schaut es jetzt aus. So, und jetzt ist es so, also in dem Bereich ist unser Fuß meistens breiter als hier unten, deswegen kann man hier noch weitere Maschenzunahme häkeln. Zum Beispiel in der 11. Runde nehme ich auf der Seite und auf der Seite jeweils eine zu, eine Masche zu, und zum Beispiel auf der, in der 13. Runde nehme ich auch wiederum auf jeder Seite eine Masche zu. Also ich beginne ganz normal die Runde mit 3 Luftmaschen und häkle hier in die erste Masche 2 Stäbchen, also eine Maschenzunahme. So, jetzt häkle ich ganz normal die Runde weiter, bis ich auf der anderen Seite ankomme, und da mache ich noch eine Maschenzunahme. So, jetzt habe ich die Hälfte gehäkelt und da, wie gesagt, häkle ich noch eine Maschenzunahme, also in dieselbe Stelle, wo ich das Stäbchen davor gehäkelt habe, häkle ich noch ein Stäbchen. Jetzt habe ich in der Runde insgesamt 2 Maschen zugenommen. Und auf die gleiche Art und Weise mache ich dann die Maschenzunahme noch in der 13. Runde. Also die 12. Runde häkle ich dann ohne Maschenzunahme. Und in den 13. nehme ich noch 2 weitere Maschen zu. Je nachdem, wie groß eure Füße sind, für welche Größe ihr häkelt, wie gesagt, kann man mehr oder weniger Maschen zunehmen. Also ich habe die 13. Runde gehäkelt mit Maschenzunahme, also auf jeder Seite habe ich eine Masche zugenommen, insgesamt 2 Maschen Zunahme. Und die 14. Runde habe ich ohne Maschenzunahme gehäkelt, also so schaut es jetzt aus. Jetzt mache ich Folgendes, hier schneide ich den Faden ab. Das ist dann die untere Sohlenseite, weil man da die Verbindung sieht. Man kann natürlich auch das ohne abzuschneiden machen, das geht auch, aber dann rutscht diese Naht auf die Seite, das will ich nicht. Und zwar jetzt mache ich Folgendes, jetzt mache ich auf der oberen Seite mir 10 Stäbchen markieren. Also mittig einfach schauen, dass man 10 Stäbchen markiert. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stäbchen. Das sind dann Stäbchen für den Ausschnitt. So. Genau. Und hier ab dem 11. Stäbchen fange ich jetzt an, weiter zu häkeln. Also hier stiche ich ein, hole mir nochmal den Faden. Jetzt 3 Luftmaschen und häkle bis zur nächsten Markierung Stäbchen. Ganz normal in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Also ich bin jetzt auf der anderen Seite angekommen. Wie wir sehen, hier entsteht der Ausschnitt. Ich kann jetzt die Markierer abnehmen. So. Bei den größeren Größen kann man auch 12 Maschen zum Beispiel oder 14 Maschen Ausschnitt machen. Bei kleineren kann man auch kleineren 8 Maschen, und wenn man für Kinder häkelt, vielleicht auch 6, je nachdem. So, und jetzt machen wir Folgendes. So, ich möchte, dass hier die Ferse, wenn ich das weiter gerade stricke, dann ist das, finde ich, zu flach für die Ferse. Deswegen nehme ich hier auch die Maschen zu. Also in der zweiten Reihe nehme ich jetzt auf jeder Seite wieder eine Masche zu.
Also ich beginne die nächste Reihe mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle dann in das erste Stäbchen sofort 2 Stäbchen und häkle die erste Maschenzunahme. Und dann häkle ich weiterhin in jedes Stäbchen ein Stäbchen und auf der anderen Seite dann nehme ich auch ein Stäbchen zu. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe und da, wie gesagt, in das letzte Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Nochmal hier am Rand, nochmal ein Stäbchen und das ein Stäbchen und an das letzte Stäbchen häkeln. So, die nächste Reihe häkle ich ohne Maschenzunahme. Einfach in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Das ist dann die dritte Reihe und in der vierten Reihe, also jede gerade Reihe, kann man jeweils ein Stäbchen zunehmen, je nachdem, welche Größe man häkelt. Das hintere Stück wird kürzer oder länger. Also ich denke mal, ich nehme noch in der vierten Reihe die Maschen zu, dann bin ich sowieso mit meiner Linie schon fast durch. Also ich habe jetzt in Reihen 6 Reihen gehäkelt und wie gesagt in der zweiten und in der vierten Reihe habe ich die Maschenzunahme gehäkelt. So, und jetzt sind wir soweit, also wenn wir das zusammenlegen, häkeln wir nur noch die letzten 2 Reihen. Man kann hier die Linie natürlich anpassen, man kann noch weitere Reihen häkeln, je nachdem wie groß der Fuß ist. Einfach dann anprobieren und schauen. Also ungefähr, dass man mit der letzten Reihe noch hinkommt. Also ich meine, ich häkle die letzte Reihe, ich weiß jetzt nicht, was ich gesagt habe davor. Die letzte Reihe und die legt sich einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. So, und dann häkeln wir auch die Ferse, die Abrundung für die Ferse. Also in der letzten Reihe habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir die mittleren 6 Maschen markiert. Und jetzt beginne ich die Reihe ganz normal mit 3 Luftmaschen. Und häkle bis zur Markierung Stäbchen. Also in jedes Stäbchen einfach ein Stäbchen häkeln. So, jetzt bin ich bei der Markierung, die mittleren 6 Maschen überspringe ich und häkle auf der Seite, das ist dann also 6 Maschen überspringe ich, in die 7. Masche stiche ich jetzt ein und häkle ganz normal das nächste Stäbchen. So, die Markierer nehme ich ab. Es entsteht bei uns so ein Loch, aber das vernähen wir dann. Dadurch wird aber unsere Ferse schön abgerundet. So, und jetzt häkle ich ganz normal weiterhin Stäbchen. Also man kann in der Mitte 6 oder 7 Maschen auslassen. Je nachdem, wenn ihr ungerade Maschenanzahl habt, kann man 7 Maschen in der Mitte auslassen. Wenn die Maschenanzahl gerade ist, kann man 6 Maschen auslassen. So, also ich habe jetzt die Reihe zu Ende gehäkelt, so schaut es aus. Und diese Öffnung legen wir dann so zusammen und vernähen diese. So, jetzt wende ich das alles um, sodass die rechte Seite von innen ist. So, und jetzt vernähen wir die hintere Naht, also hier, das mache ich gerne mit dem Haken. Die Naht hinten vernähen. Also man kann mit demselben Faden weiter vernähen. Ich nehme das jetzt einfädig. Also ich
Steche hier auf der anderen Seite ein und hole mir die Masche hier durch unter die Schlinge. So. Jetzt mache ich folgendes, also wir haben hier jeweils diese zwei Schlingen. Man kann unter alle zwei Schlingen einstechen, man kann aber auch nur unter eine Seite einstechen. Und zwar, also ich steche in die innere Seite immer ein, innere Seite von der Seite und innere Seite von der Außenseite. Dann hole ich mir den Faden durch und vernähe das Ganze mit einer Kettmasche. Also die linke Schlinge durch die rechte durch. Dann steche ich wieder in die inneren Schlingen, steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Und so vernähe ich das Ganze. Man kann natürlich auch mit der normalen Nadel einfach zunähen. Also hier habe ich vernäht, so schaut es auf der Seite, so schaut es auf der rechten Seite aus. Und jetzt nur noch dieses Loch, also zusammenlegen. Wie gesagt, hier habe ich die Fersennaht und so lege ich das Ganze zusammen und hier einfach dann auch vernähen. Also ich habe jetzt vernäht, so schaut die Ferse aus, dann nur noch Fädchen abschneiden und wie wir sehen, die Ferse hat sich schön abgerundet. Wir haben da keine Spitze. Was wir noch machen können, wir können hier den Ausschnitt dann noch umhäkeln und bearbeiten. Dann sind wir eigentlich mit dem Schuh schon fertig. Also ich habe jetzt so weit gehäkelt, jetzt häkeln wir nur noch den Rand um. Bei dem ersten Hausschuh, da habe ich bereits mit festen Maschen den Rand umgehäkelt. Also ich beginne hier an der Ferse, da irgendwo einstechen, Faden holen, durchziehen, häkle erstmal eine Luftmasche und jetzt nochmal da einstechen, Faden holen, eine feste Masche häkeln. Jetzt haben wir hier diese Querreihen, also Querstäbchen meine ich, das sind die Reihen, die wir gehäkelt haben. Und da häkle ich jetzt jeweils zwei feste Maschen in so ein Querstäbchen. Je nachdem, wie man häkelt, man kann mehr oder weniger feste Maschen häkeln. Also wie gesagt, ich häkle dann pro so eine Quermasche immer zwei feste Maschen. Also hier vorne haben wir dann ganz normale Stäbchen. Da häkle ich pro Stäbchen, also wiederum eine feste Masche. So, da in diese Quermasche, in die letzte, habe ich zwei feste Maschen gehäkelt und dann habe ich hier die erste Masche, wo ich einstechen kann. Hier habe ich diese zwei Schlingen, da steche ich ein und häkle, wie gesagt, pro Masche wiederum eine feste Masche. Da sehen wir, wo unsere Stäbchen sind, dann einfach dann so. Jeweils eine feste Masche häkeln. Und auf der Seite dann wiederum pro Querstäbchen zwei feste Maschen. So, hier habe ich die letzte Möglichkeit gehabt und jetzt habe ich diese Quermasche. Da steche ich ein und häkle zwei feste Maschen. Die erste und die zweite und so weiter. Und so häkle ich bis die ganze Runde. Also die komplette Runde. Und am Ende der Runde schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche oder ich häkle noch eine zweite Runde. Da brauchen wir keine Kettmasche, sondern wir fangen sofort an, hier einstechen und eine feste Masche häkeln und noch eine zweite Runde zum Beispiel häkeln. Oder man lässt es bei einer Runde, also in der zweiten Runde, dann häkle ich einfach in jede
feste Masche, die Vorrunde jeweils eine feste Masche. So, und dann am Ende der Reihe nochmal schließen, ungefähr, wo man angefangen hat. Man kann den Anfang auch markieren oder einfach mittig schließen und dann die Fädchen verarbeiten. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe und wie gesagt, ich schließe hier mit einer Kettenmasche. Also ich bin ungefähr mittig, stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, jetzt habe ich das Ganze, also die zweite Runde habe ich jetzt fertig gehäkelt. Und wie gesagt, jetzt kann man alles abschneiden und Fädchen vernähen. So, wie vernähe ich meine Fädchen? Also ich mache folgendes. Also hier ziehe ich alles schön zusammen. Auf der linken Seite nehme ich mir einen Haken, ziehe hier den Faden auf die linke Seite, stiche ich irgendwo so ein, dass ich den Faden ein bisschen verstecken kann. Ziehe den auf die linke Seite ein bisschen tiefer. So, und jetzt stiche ich nochmal irgendwo ein, das ist egal, wo man einsticht. So, nehme ich mir einen Faden, ziehe diesen einmal so durch. Und dann verknoten. Ziehe ich nochmal durch ein paar Schlingen durch. Also hier stiche ich ein, hole mir den Faden. So, und jetzt schneide ich ab. Und so mache ich das mit allen anderen Fädchen auch, genauso. Also wir haben zwei Fädchen. Also hole ich mir eine Seite, ziehe durch irgendeine Schlinge durch. Einen Knoten machen. Und dann ziehe ich irgendwo ein paar Mal durch und schneide dann einfach ab. Und jetzt einfach abschneiden. Also wir sind dann soweit mit Hausschuhen fertig. So schauen die aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.